Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Mittlerweile ist es 18.07 Uhr und in der letzten Folge haben wir eine optionale, wie sind die Dinger nochmal, Grabstätte, eine Herausforderungsgrabstätte entdeckt und wir wurden auch schon ganz, wie die angesagten Kids sagen würden, ganz... Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Ach nee, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Das hatten wir ja schon mal. Die Wölfchen haben uns kurz begrüßt. Beziehungsweise, wie die angesagten Kids sagen würden, ganz casually. Ja, aber wir sind ja nicht casual, wir sind ja voll hardcore. Dementsprechend, deswegen spielen wir auch auf... Normal, nicht auf hart, ne? Man merkt, ich hätte vielleicht ein bisschen... mir den Mund schrubben sollen. Ich habe gerade ein bisschen Probleme zu reden, aber okay. Wie war das? Kann ich jetzt hier nicht einfach runterfallen und so? Ja, genau, die Musik. Das ging schnell. Da sind sie, die Wölfchen. Ach nee, ernsthaft. Ist dein Ernst jetzt? Wollen wir nicht sicherheitshalber nochmal nachgucken? Oh, shit. Okay, das ist natürlich doof. Drei gleich an der Zahl. Alter, wie krass die ausweichen können. Okay, das war dumm, zugegebenerweise. Das war... Ach ja, jetzt muss ich wieder Sachen shaken. What the fuck? Was auch immer das war. Nee, okay. Die hätte ich mir definitiv vorher craften sollen. Das war ja auch mein Anliegen, aber irgendwie... war ich zu sehr damit beschäftigt, nicht drehen zu können. Moment, vier nur? Ja, weil ich, glaube ich, nicht mehr als vier machen kann oder so, ne? So, komm mit raus, so komm mit. Im besten Fall natürlich One-Shot. Okay, dann ist es ja okay, wenn ich richtig zielen muss, wenn ich die mit einem Schlag dann penetrieren kann. Ah, schade, ich dachte, die sind hängen geblieben. Jetzt wollte ich schön genüsslich. Sind das Wolfsfüchse? Die sehen so rot aus. Haben sich wahrscheinlich einfach den Etablissement angepasst. Ja gut, ich verstehe schon. Wenn ich dann richtig präzise jetzt noch gewartet hätte, später Dreieck gedrückt hätte, dann wäre das natürlich richtig geil gekommen. Wie heile ich mich nochmal? So. Achtung, nein, dann erstmal shaken. Oh, zack. Nein! Ja, das ist halt... No risk, no fun, ne? Wenn du natürlich wartest und wartest für den Insta-Kill, wenn du aber zu lange wartest, dann hast du Pech gehabt. Offensichtlich. Wieso habe ich jetzt nur noch... Ich hatte doch vier. Schubs mich mal nicht um, Alter. Ja, das ist doof. Warte. Nee. So machen wir das. Ja, endlich muss man mal hier die Heilung benutzen. Ja, schade. Dachte, ich könnte den Schwanz abfacken. Ey, das ist so bitter, ne? Ach, ich wünschte, ich hätte es eben geschafft. Aber egal, ich habe ja genug. Dafür ist es da, Leute. Dafür habe ich gesucht und gesucht. Tag ein, Tag aus. Um es jetzt alles daneben zu feuern. Naja, im besten Fall... Whoops. Ja, wisst ihr, das Problem ist auch... dass ich ja... Okay, zwei normale Pfeile brauche ich im schlimmsten Fall. Oder halt einen Feuerpfeil. Ja, okay, wir shaken wieder. Und ich leg's nicht drauf an, ganz ehrlich. Wenn der jetzt angeschossen gewesen wäre, dann... Wobei, ist der sowieso schon tot? Die Auto-Aim-Funktion. Man hat's gesehen, ne? Der... Hui, du bist der Speedy unterwegs. Der Marker verarscht mich dann auch so ein bisschen. Wir können das auch einfach so machen, ja? Wir lassen uns einfach packen und bringen sie dann so um. Da hat mir der Versuch davor besser gefallen. Das war cool, aber egal. Egal. So. Tja, die Leoparden waren schlauer. Die haben sich so gedacht, nachdem ich einen getötet habe, ja gut, ich verpiss mich mal. Sind aber dann dumm genug gewesen, später ein weiteres Mal wiederzukommen. Was war denn das gerade? War doch gerade so eine Viereck-Taste. Pfeile! Dein Ernst? Wenn man keine gehabt hätte, ne? Ah, dieser Noob-Schutz. Wie herrlich. Mann, oh Mann. Ja, der Pfeil kann aufgelevelt sein, wie man will. Wie man,
wie man will. War schon richtig gesagt von mir. Man kann sich trotzdem blöd genug anstellen. So, da war noch was. So, Pfeile, okay. Ja, davon habe ich jetzt genug. Dann gib mir noch mal einen Feuerpfeil. Und war das nicht irgendwie so, dass ich... Ah, ich bin so doof. Ich hätte auch... ich hätte ja auch diese Pistole ver... yeah. Gib mir mal den anderen... Warte. So. Giftpfeil war das, ne? Wovon ich anscheinend nur zwei haben darf. Ja, aber das hat schon irgendwie mehr Stil, weil dieses ständige Pam, 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 das kennt man ja zu Genüge aus anderen Spielen. Warum nicht einfach mal das mit dem Pfeil durchziehen? Also buchstäblich durch den Kopf am besten. Ja? Wenn die Höhlen zu heulen beginnen, muss ein Krieger hinabsteigen, um das Leid zu lindern. Wird nicht einer geopfert, werden alle sterben. Gezeichnet Mom. Die Mutter der Höhle. Ja, einen schönen Disco-Platz habt ihr hier versucht zu errichten. Hat was. Aber irgendwie war es vielleicht auch dann ein wenig zu heiß für die Arbeit da. So, das sehe ich doch direkt. Ja, nee, es ist schon klar, dass ich stand nicht unter dem Ding, alles klar. Das sah gerade ein bisschen komisch aus, aber okay. Rein, rüber durch die gute Hitze. Fraglich ist natürlich, ob das jetzt schon das Highlight war. Ja, sieht so aus. Herzlichen Glückwunsch. Die Ältesten des Dorfes haben uns belogen. Es gibt keine Bestie im Untergrund. Das Heulen, das wir hören, ist nur der Wind, der durch die kleinen Höhlen weht, die zur Oberfläche führen. Sie haben unsere Angst lange genug benutzt, um uns zu kontrollieren. Sobald ich einen Weg aus diesem infernalischen Schwitzbad finde, werfe ich ihnen ihre Lügen vor die Füße. Aber die Frage ist natürlich, wie sind die Hündchen da jetzt reingekommen? Wölfchens. Wölffüchschens. Vielleicht so im Winter und dann haben sie, also weil dann ist es natürlich der perfekte Ort hier, aber irgendwann, sie haben dann leider nicht realisiert, dass irgendwann der Winter vorbei war. Was ist denn das jetzt hier? Irgendwas fehlt da noch. Da. Erstmal überall den Doppelsprung testen, ist ja ganz klar. Aber warte, hier. Ah, nee, da, okay, genau. Irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen und da kann man das noch unterwegs mitnehmen. Die Spinne, die habe ich jetzt zwar nicht gemeint, aber okay, die habe ich auch nicht gemeint, die Spinne, aber keine Sorge, ich komme drauf zurück, die nehme ich noch mit. Also dann danach. Ich drücke die ganze Zeit Viereck, aber ich erwische die Spinne nicht. Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges, der angeblich schon vor Anbeginn der Zeit alt gewesen sein soll. Er wird normalerweise ohne Zähne und komplett in Schwarz dargestellt. Über ihn ist nur wenig bekannt, außer dass er gerne kräftige Zigarren raucht. Interessanterweise ist er auch der Gott, der das Trommeln erfand. Interessante Anti-Rauch-Werbung. Interessanterweise ist er auch der Gott, der das... Was hat denn Trommeln jetzt mit irgendwas zu tun? Verliert man vom Trommeln auch die Zähne? Jetzt müsste man irgendwelche Schlagzeugspieler kennen und dann sagen, ja, schaut euch den und den an. Da ist tatsächlich was dran, Leute. Moment, habe ich jetzt die Spinne mitgenommen? Ich glaube, habe ich gerade so unbewusst beim Vorbeigehen gemacht, ne, nachdem ich ihn 500 Mal nicht getroffen habe. Ah, da! Feuerstelle. Neues Basislager entdeckt. Woo, whoop die fucking do. So, dann wollen wir doch mal in die Fähigkeiten gucken. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja, 3. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ansturm des Pumas. Sie spannen ihre Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal treffe. Also macht wahrscheinlich mehr Schaden, ne? Weil die Geschwindigkeit ja höher ist und Geschwindigkeit gleich Kraft und so weiter. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig den Schaden durch Feinde. Kann ich ja eh nicht machen, ne? Ich muss mich ja... Oder wie war das nochmal? Ich muss mich auf die Schwarzen konzentrieren oder erhalten? Nee, ich habe das schon gemacht, genau. Das hier, was unmittelbar da ist. Führen Sie lautlose Kids durch. Ich finde, der Bogen ist ja an und für sich auch schon lautlos. Also, Sie können schneller schwimmen. Ja, komm. Weil das Schwimmen ja so viel Spaß gemacht hat. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt sich mit Atem des Kamai.
Atem des Kamai. Wo ist ein Atem des Kamai? Stapelt. Es klingt im Englischen irgendwie so ein bisschen besser, aber ja, stapelt, also quasi zwei Fähigkeiten, die denselben Effekt haben, die unterstützen sich gegenseitig, wodurch ich quasi noch länger Luft anhalten kann, aber ich verstehe es gerade nicht. Atem des... Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt. Ach, ja, aber wo ist denn das zweite? Das ist ja das erste. Eile des Kamai, sie können schneller schwimmen. Ich kriege gerade fast in den Fernseher, weil ich es nicht finde, aber finden will. Herausforderung. Wahrscheinlich ist es das einfach, ne? Okay, ich nehme das jetzt. Und dann hat sich das. Yay, jetzt kann ich mein Seepferdchen machen. Das Ding ist, ich... Hab mein Seepferdchen auch, ganz klar, glaube ich zumindest. Ja, müsste eigentlich. Ich gehe aber generell so, also wenn ich, als ich ganz, im Moment, bevor ich jetzt weiterrede, das können wir ja unterwegs besprechen, ne? Ja, nee, ich will jetzt nicht irgendwie was upgraden. Als ich ganz klein war, natürlich war ich mit meiner Mutter und ihrem Freund ab und zu baden und so. Dann natürlich mit der Schule ab und zu. Es hat mir auch immer mega Spaß gemacht. Nur schwimmen an und für sich kann ich, aber... Krasser Wind. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich lang gehen soll. Es sind ja hier gefühlt zwei Wege. Da könnte ich, glaube ich, hochklettern. Schau nochmal. Das ist so der Moment. Ich gehe dann immer so beide Wege ab und schau, was ist optional, was ist nicht optional. Im Endeffekt ist alles optional, wenn wir mal ehrlich sind. Was ist das hier? Ja, da geht's weiter. Machen wir es einfach so. Ja. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Ja, hier geht's einfach weiter. Das heißt, dieses Feuer löschen. Da hätte ich vielleicht einen Rückzieher machen können, oder was? In. Ja, was ich letztendlich einfach sagen will. Ich habe aber so Angst, weil ich im tiefen Gewässer geht es. Also ich kann schwimmen an und für sich, aber so dieses auf der Stelle stehen bleiben, das habe ich noch nie so wirklich bewusst versucht. Also auch wenn wir damals im Schwimmbad oder so vom was weiß ich, Dingster, Bumster, Meterbrett springen mussten und so. Da habe ich immer so ein bisschen Panik gekriegt. Ne? Also es ist ja irgendwie so, dass man das wohl automatisch... Ich muss dieses Feuer löschen. Ach, das ist ein Rätsel. Jetzt sagt sie wieder 500 Mal dasselbe, wenn ich die Taste drücke. Ne, dieses auf der Stelle schwimmen und so, das da habe ich mich ja nicht so mit beschäftigt. Ich muss dieses Feuer löschen. Habe ich Angst, dass ich untergehen könnte. Ich muss doch dieses Feuer löschen, Leute. Also, erstmal wieder alle Variablen checken, ganz, ganz wichtig. Das ist mein Weg. War das sogar richtig, oder ich was? Zu der Kante. Ja, das hat das weggemacht. Es schwingt hin und her. Man könnte sich da vielleicht potenziell festhalten. Oh, sorry. Ich muss zu der Kante. Ja, nee, das muss ich jetzt sogar machen, ja. Okay. Spontaner Wind. Das heißt, ich warte auf den Schwung. Da ist er, der gute Schwung. Oh, okay. So. Ich will ja jetzt nicht auch immer den nächsten Hinweis kriegen, aber ich mach das, ihr wisst es ja, dass ich das immer drücke, damit ich Gegenstände finden kann. Aber ich mach das jetzt einfach mal nicht, weil hier wird es ja auch wahrscheinlich nichts geben, ne? Ah? Ja, das macht das. Okay, da kommt der Wind durch, wodurch das Ding... wieder geschwungen wird und jetzt ist der Weg frei. Reicht das? Ja, also theoretisch ist es passiert jetzt aber nicht nochmal, das mit den Hunden, oder? Okay, das ist extrem lahm. Ich konnte diesen immer wieder gleich ablaufenden Tod vorhin akzeptieren, aber dass ihr dieselbe Scheiße jetzt nochmal macht. Okay, so. Also, das funktioniert. Der Wind, der macht ordentlich Rabiz, Rabauz.
Da kann ich rüber. Das bricht vielleicht ein. Ich denke, ich muss den Klumpen erstmal weg. Ach so, durch den Wind ist er. Ja, ist. Yeah. Ja, Lara, ich weiß. Du und die Hunde. Eine Liebesstory für sich. Natürlich. Könnten auch Kojoten oder sowas sein, ne? Na gut. Einmal versuchen wir es noch. Ja, gut. Das war der Versuch. Sie wollte nicht gerade springen. Nicht mein Problem. Okay. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play. Shadow of the Tomb Raider. Hatte ich das jetzt mit dem Schwimmen jetzt eigentlich erklärt? Lass mich noch mal kurz nachdenken. Ja, ne, also... Ich weiß es nicht. Also ich habe das nie bewusst selber gemacht, weil immer dann, wenn ich im tiefen Gewässer oder so war, bin ich aus der Angst heraus immer automatisch geschwommen. Aber so an und für sich viele Schwimmerfahrungen habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, so mit jeder Schule, jeder Klasse, so, also schulisch gesehen insgesamt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Mal oder so und dann privat noch ein paar Mal. Aber an und für sich, ja, ne, da, das Ding ist halt, dass ich hätte schon Lust, aber das ist halt alles auch immer so mit Menschen und so verknüpft. Also, ich meine, es gibt hier in der Nähe Gewässer, aber mittlerweile sind da gewisse Ängste da, die ich früher nicht hatte. Diese Ängste von wegen, sind die Gewässer auch sauber und so und... Irgendwie stelle ich mir dann davor, dass mich irgendwas unter Wasser beißen könnte oder so. Ja, das sind so Sachen, über die habe ich mir früher natürlich keine Gedanken gemacht. Aber ja, das sind halt so die Momente, wo ich gerne einfach einen eigenen Pool oder so hätte. Ja, so ein eigenes Schwimmbad oder so, wo ich dann schön so regelmäßig da chillen könnte. Ja, aber ne, das ist so mittlerweile mein Problem, dass ich auch einfach... Und also ich rede jetzt natürlich von Seen und so und in Schwimmbädern. Naja, erstmal Menschenmassen. Des Weiteren gab es in den letzten Jahren immer häufiger Berichte davon, dass die Ausländer Stress gemacht haben, die Islamisten, die dann irgendwie Passanten angegriffen haben und vergrault haben. Und ich weiß auch nicht, wie sie... Schwimmbäder aktuell mit Corona handhaben. Vielleicht muss man dann Taucherbrillen aufsetzen. Also man darf dann ohne Taucherbrillen vielleicht nicht mehr rein, ne? Das ist tatsächlich ohne Scheiß, das ist die einzige Instanz, von der ich noch nichts gehört habe. Von Freizeitparken... Wie sagt man? Freizeitperke? Parke? Beim Freizeitparken, da stelle ich mir vor, das ist so, ja, sitzt so am Kaffeetisch, ja, was machst du in deiner Freizeit? So, ja, ich gehe gern parken. So, ich gehe einfach raus. Ich parke irgendwo, bleib so 2 Minuten stehen, guck arrogant aus dem Fenster und fahre zur nächsten Parkplatzstelle und dann mache ich dasselbe nochmal. Das ist so mein Fetisch, ja. Andere Leute spielen Exhibitionismus, machen den Exhibitionismus und ich parke gerne in meiner Freizeit. Ja, aber ne, lokale Restaurants, Autokinos und so, aber von Schwimmbädern habe ich tatsächlich in den letzten Monaten noch nichts gehört. Vielleicht sind die auch einfach zu. Ja, kann ja auch einfach sein. Haben sie einfach dicht gemacht. Der Scheiß drauf. Braucht keiner. Braucht einfach keiner. Wenn die sich so gedacht haben. Ne, aber was ich immer wieder gerne erzähle, ist diese Bäder, wo du so ein offenes Gelände hast, ja. Das ist das absolut geilste, vor allem im Winter so. So bei 10 Grad oder so ein bisschen weniger. So, weil du hast, dein Unterkörper ist warm und dein Oberkörper ist halt kalt und dann legst du dich halt hin, dann ist wieder alles warm, dann stehst du kurz auf, dann ist es wieder kalt und das ist extrem geil, so offene Bäder und so. Habe ich immer gerne gemacht, ja. Aber gut, ey, ich muss aufhören. Ich weiß schon, wieso ich meine Uhr immer auf 16, 17 Minuten einstelle. Immer diese guten 3 Minuten am Ende, ne? Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.